Ich habe Verständnis dafür, dass in Krisenzeiten nicht alles richtig läuft. Aber das heute verkündete Zukunftskonzept der Landesregierung ist ja nur Stückwerk. Es ist nicht beantwortet, wie Lehrer und auch Eltern in der Schule weiter fortfahren sollen. Wie soll der digitale Unterricht sich entwickeln? Es ist nichts dazu gesagt worden, wie Krankenhäuser erhalten bleiben. Sie werden im Moment nämlich teilweise geschlossen. Und es ist auch nichts dazu gesagt worden, wie die Betriebe, unsere Unternehmer mit eigenem Geld unterstützt werden sollen des Landes, damit sie nicht in Insolvenz fallen und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich kann der Regierung um Ministerpräsidentin Dreyer herum nur empfehlen, gehen Sie diese Punkte an. Ich habe dringende Sorge, dass wir alles tun müssen, Insolvenzen zu vermeiden, Arbeitsplätze zu erhalten und die gesundheitliche Versorgung in der Fläche auch aufrechtzuerhalten.